Hey, hier ist Sophie. Ich möchte gerne ein kurzes Video machen, um ganz kurz einzuleuten, um was es mir geht. Es ist so, dass ich irgendwie tatsächlich einen Haufen Fragen habe, was einerseits total menschlich ist und eigentlich super gesund. Also es ist gesund, mehr Fragen als Antworten zu haben, wenn ihr Menschen trefft, oder das gilt auch für mich, wenn ich jemanden treffen sollte, der sagt, er hat mehr Antworten als Fragen, dann macht bitte einen ganz großen Bogen um die Person, da läuft irgendwas nicht so ganz sauber. Insofern sind Fragen super positiv, weil sie auch eben Bewegung bedeuten und nicht Stillstand. Ich versuche mich da gerade selbst zu motivieren. Es ist irgendwie ein komischer Zwiespalt in so einer Transition ist, so geht es mir zumindest und wie alles, was ich immer wieder sage, ich kann immer nur für mich selbst sprechen, für meinen Lebensweg. Man weiß, dass das einfach zu 84.000% alles richtig ist, was man tut, dass diese Transition richtig ist. Und trotzdem gibt es aber ganz, ganz viele Fragen, die sich irgendwie so ergeben, was jetzt auch nicht so richtig tragisch ist. Weil man vermutlich bestimmte Fragen einfach leben muss. Und ich möchte da was vorlesen von Rilke, was ich von einer Freundin bekommen habe. Sie hat mich darauf hingewiesen. Und das ist ziemlich, ziemlich großartig, falls einem irgendwann manchmal vielleicht der Mut verlässt und man einfach von seinen ganzen blöden Fragen, die hier so rumschwirren, erschlagen wird. Dann kann man vielleicht daran denken. Das ist von Rilke aus seinem Buch Briefe an einen jungen Dichter. Und das ist so ein bisschen zusammengefasst als das Suchen und Finden. Ich versuche es mal gut vorzulesen. Ich bin nicht so gut im Vorlesen. Sie sind so jung, so vor allem Anfang. Und ich möchte Sie, so gut ich es kann, bitten, lieber Herr, Geduld zu haben gegen alles Ungelöste in ihrem Herzen und zu versuchen, die Fragen selbst lieb zu haben, wie verschlossene Stuben und wie Bücher, die in einer sehr fremden Sprache geschrieben sind. Forschen Sie jetzt nicht nach den Antworten, die Ihnen nicht gegeben werden können, weil Sie sie nicht leben könnten. Und es handelt sich darum, alles zu leben. Leben Sie jetzt die Fragen. Leben Sie dann allmählich, ohne es zu merken, eines fernen Tages in die Antwort hinein. Ich finde das total großartig. Ich werde mir das irgendwann hier noch an die Wand schreiben, weil es so optimistisch ist. Die Fragen sind in uns. In einer fremden Sprache, wir verstehen sie nicht, wir können sie nicht entziffern, aber wir haben auch keine Möglichkeit, an diesen Fragen zu arbeiten, sie zu durchdringen, sie aufzunehmen, sie zu lösen, zu beantworten, wenn wir uns nicht auf den Weg machen, sie zu leben. Und irgendwann ergibt sich im Alltag, irgendwann eines fernen Tages, die Antwort darauf. Und ich finde das total großartig und das steht für mich symbolisch. Für die Transition, die, glaube ich, jeder im großen Lebensrahmen mitmacht, eben von der Geburt bis zu unserem Tod, die Entwicklung, die permanente Neuschreibung der eigenen Geschichte. Und so ist das bei uns transidenten Menschen eben auch, nur dass wir möglicherweise, nicht nur möglicherweise, einfach einen anderen Schwerpunkt haben als andere Menschen. Jeder hat ein Paket zu tragen, jeder wurde als DHL-Bote geboren, jongliert irgendwie mit diesem großen Päckchen oder mit ganz vielen kleinen Päckchen, aber Fakt ist, jeder hat ein Päckchen und sucht darauf die Antwort. Und man kann sie nur finden, wenn sie gelebt wird. Ich finde das wunderschön. Und aus dem Grund möchte ich damit gerne meine Playlist Lebensfragen, gelebte Fragen einleiten. Herzlichen Dank, bis bald.